Hallo und herzlich willkommen zu den Whisky.de News am 2. Juni 2020. Und wir haben wieder eine Reihe interessanter Nachrichten. Die erste ist die Aran Explorer Series. Und wir haben die dritte Abfüllung davon. Und es ist die Aran Kildonan Plodder Island Abfüllung. Kildonan ist eine kleine Stadt, 1 Kilometer weg von der Südküste der Isle of Arran, und Plodder Island ist auch eins dieser netten kleinen Inseln. Und diese Abfüllung feiert diese zwei Locations, also das Terrain und einfach die, sie feiert diese oder zelebriert diese Gegenden und mit einer sehr, sehr guten Abfüllung. Und zwar sind das 21 Jahre in Sherry Butts, Puncheons und Ruby Port Pipes mit 50,4% Volumen. Limitiert auf 9000 Flaschen. Demnächst wird diese Abfüllung auch bei whisky.de erhältlich sein. Dann haben wir eine andere Nachricht von Laphroaig noch. Ja, eine tolle Ankündigung. Laphroaig 10 Jahre Cask Strength ist jetzt erhältlich. Ja, wir haben schon berichtet, dass er kommen wird. Mittlerweile ist er in Deutschland eingetroffen und auch erhältlich. Und das auch bei whisky.de. Schaut einfach mal im Shop vorbei und guckt mal, ob die Flasche was für euch ist. Und ja, wir dürfen die Flasche jetzt auch bald verkosten. Dann haben wir noch eine neue Ankündigung aus einer Brennerei an der Südküste von Islay. Und zwar von Ardbeg. Ja, der Ardbeg Black. Eine sehr, sehr interessante Flasche. Wir haben schon ein Video drüber gedreht, deswegen werde ich jetzt nicht so viel darauf eingehen. Das Doofe daran ist, war wieder mal sehr limitiert, und ich sage auch war, denn er ist mittlerweile schon ausverkauft. Ob noch irgendwas nachkommen wird, relativ unwahrscheinlich. Wer auch diese Unwahrscheinlichkeit vielleicht noch mal ein bisschen ausprobieren will, geht bei uns im Shop. Ich glaube, man kann auch auf Erinnern drücken. Ja, dann kommt eine Ankündigung wieder von Laphroaig, und zwar der Laphroaig Cairdas Port and Wine Cask 2020. Ja, wie der Name schon sagt, Ex-Bourbonfässer, Ruby Port Barriques und Rotweinfässer. Und diese Cairdas-Abfüllung ist diese Abfüllung für die Freundschaft. Hat 52% ABV ohne Kühlfiltrierung und dieses Jahr leider auch ohne Altersangabe. Ja, dann haben wir noch eine schlechte Nachricht für einen Mann aus Sussex. Und zwar wurde eine Whisky-Sammlung gestohlen im Werte von 50.000 Euro. Die Polizei von Sussex berichtet darüber. Der Bestand waren 1.000 Flaschen und darunter war auch ein Bowmore von 1973, und das Opfer hat die Sammlung über 10 Jahre aufgebaut. Wir hoffen natürlich, dass der Fall aufgeklärt wird und die Flaschen wieder auftauchen und der Mann seine Flaschen zurückbekommt. Ich kann mir kaum vorstellen, wie schlimm es ist, wenn man so ein schönes Sammlung aufbaut und dann einem alles genommen wird. Ja, wieder etwas bessere Nachrichten aus USA. Bardstown Bourbon baut neue Abfüllanlage. Bardstown ist eine kleine Stadt in den USA und dort wird extrem viel Whisky produziert, und jetzt wird auch eine weitere Abfüllstation dort gebaut, und die ist direkt neben der Bardstown Bourbon Distillerie. Das heißt, die können dort sehr effizient arbeiten, müssen ihren Whisky nicht weit verschicken und werden das auch hoffentlich fertigstellen, und zwar im Frühjahr 2021. Ja, dann haben wir noch eine Nachricht von Wild Turkey. Und zwar haben die einen neuen alten Whisky rausgebracht. Und zwar den 17-jährigen Masterkeep Bottled in Bond. Es ist diesjährige Abfüllung der Masterkeep Serie und tatsächlich die zweite Bottled in Bond Abfüllung von Wild Turkey. Um Bottled in Bond auf eine Flasche in Amerika draufschreiben zu dürfen, bedarf es eine ganze Menge, und es muss sogar deren nationale irgendwie Kommission irgendwas da machen. Und wird der Whisky dadurch besser? Nicht unbedingt, aber man hat dieses tolle Bottled in Bond draufstehen. Ja, 100 Proof, limitiert auf 14.400 Flaschen. Ab Juni 2020 wird es ungefähr den Markt erreichen.
Dann haben wir noch eine Whisky-Nachricht aus Kanada. Und zwar 40 Creek enthüllt ihren weltweit ersten botanischen Whisky. Also das ist ein Whisky, als ganz normal gereift, 3 Jahre lang in Eichenfässern. Und dann wurden ihm ja Botanicals zugesetzt, also irgendwelche Herbs, also irgendwelche Gräser, Farne, Wacholderbeeren, Fichtenspitzen, um den dann noch zu verfeinern am Geschmack. Kann man das Ganze noch Whisky nennen? Ja, nein, vielleicht. Ich traue mich da jetzt keine Entscheidung drüber zu treffen. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. In Kanada darf man das machen. Es ist auch momentan nur in Kanada erhältlich. Ich weiß nicht, ob das überhaupt in die internationalen Märkte kommt, weil dann dürfen sie wahrscheinlich nicht in jedem Land Whisky draufschreiben. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.